Es ist absolut erschreckend und ein Warnruf. Wir essen und atmen Unmengen Mikroplastik. Das ist das neueste Ergebnis einer Studie. Denn im Schnee, selbst in der Arktis, befinden sich große Mengen Mikroplastik und sie können nur durch die Luft dorthin gekommen sein. Und wir essen auch eine riesige Menge. Jedes Jahr 70.000 Mikroplastikteilchen. What? Ja, und welche Gesundheitsgefahren davon ausgehen, das wird jetzt auch immer klarer. Clicksome Nature. Nur hier gibt es ab jetzt täglich spannende Videos rund um Natur und Umwelt. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Und noch besser ist unsere Telegram-Community. Da könnt ihr mitdiskutieren und ihr bekommt die Videos garantiert und als erstes. Der Link ist hier unter dem i und in der Videobeschreibung. Herzlich willkommen. Es ist ja eine wirklich dramatische Entwicklung mit dem Mikroplastik. Es ist in so vielen Produkten wie Zahnpasta oder Kosmetikartikeln und es wird eben mehr durch das Zerreiben des Plastikmülls erzeugt. Und das absolut Erschreckende, im Meer ist es verschwunden. Ein absolutes Horrorszenario. Laut dem Phi-Garas-Institut schwimmen in den Weltmeeren 269.000 Tonnen Plastikmüll. Das sind rund 38.500 Müllwagenladungen. Das ist nur der Müll, der oben schwimmt. Das ist nicht nur eine ziemlich schlimme Sauerei, sondern auch üble Verseuchung der Umwelt. Viele denken bei Plastikmüll an hässliche Tüten, Flaschen, Styropor, Folien und so weiter. Das ist unschön und auch daran sterben Tiere, die sich darin verfangen und qualvoll verhungern und oder ersticken. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Das Team um den Forscher Markus Eriksen hat, um die Müllmenge genauer zu bestimmen, die Daten aus 24 Untersuchungen mit 1500 Sammlungen und Beobachtungen zusammengetragen und ist so auf diese hohe Menge gekommen. Dabei ist die Anzahl der Tonnen noch nicht mal so hoch, wenn man die Zahl der Plastikteilchen hört. Es sind 5 Billionen Teilchen, sprich 5000 Milliarden Plastikteilchen, die in unseren Ozeanen schwimmen. Eine absolut erschreckende Zahl. Viel schlimmer ist es aber, was die Forscher nicht gefunden haben. Die Menge der Plastikteilchen mit der Größe eines Sandkorns war 100-mal geringer als vermutet. Und das ist ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Es gibt 2 Möglichkeiten. Die Teilchen gelangen in tiefere Wasserschichten oder, und das ist ein wirkliches Horrorszenario, werden in riesigen Mengen von Fischen gegessen. Und das ist ja auch inzwischen x-fach bestätigt worden. Das Mikroplastik ist überall im Meer, aber nicht nur da. Das hat jetzt auch eine neue Studie herausgefunden. In jeder Mahlzeit, die wir zu uns nehmen, sind rund 100 Mikroplastikteilchen. Aber woher kommen die? Und jetzt wird es wirklich spooky. Sie kommen aus der Luft. What? Das Forschungsteam um Ted Henry von der Harriet Watt University in Edinburgh untersuchte dazu, wie viel Mikroplastikteilchen während einer Mahlzeit aus der Luft auf dem Teller landen. Dazu wurden Petrischalen mit einer klebrigen Substanz aufgestellt, um die Menge während einer Mahlzeit zu zählen, die aus der Luft auf dem Teller landen. Es waren 100 und damit eben 70.000 im Jahr. Wer bisher annahm, dass der Anteil an Plastikfasern in Meeresfrüchten höher sei als im durchschnittlichen Haushaltsstaub, für den sind diese Ergebnisse überraschend. Wir wissen nicht, woher all diese Fasern genau kommen, außer dass sie sich im Haus befinden, so der Studienautor Ted Henry. Eine neue Studie ist dem jetzt auf die Spur gekommen. Sie haben nämlich Mikroplastik im Schnee gefunden. Auch wieder Unmengen. Im Schnee am Rand einer Landstraße in Bayern wurden 154.000 Partikel pro Liter gefunden. Das ist der Wahnsinn. Aber noch schlimmer, in einem Liter Schnee in der Arktis wurden auch immer noch rund 15.000 Partikel gefunden. Das ist wirklich erschreckend. Und laut den Forschenden ist das alles Mikroplastik aus Europa, der hier bei Bauarbeiten, Lackierarbeiten, beim Bremsen im Straßenverkehr und durch den Abrieb von Autoreifen entsteht. Und das lagert sich alles überall ab. Hier mal eine Aufnahme aus meiner Wohnung. So viel Staub sammelt sich hier in Berlin in rund 5 Tagen. Und offenbar ist das nicht nur Staub, sondern auch eine Menge Mikroplastik. Absolut erschreckend. Und die gesundheitlichen Konsequenzen sind heute noch gar nicht abzusehen. An den Plastikteilchen haften Chemikalien und Mikroben an, die sich dann im Menschen anreichern, beziehungsweise so überhaupt erst in uns reingelangen. Zudem ist das Mikroplastik Feinstaub, denn das sagt die neue Studie. Denn so kleine Partikel wurden jetzt erstmalig von dem Forschungsteam gefunden, verantwortlich für Lungen, Herz, Kreislauf und Krebserkrankungen. Damit unter anderem weniger Mikroplastik entsteht, starten wir jetzt eine Aktion mit Trailern, die überall gesendet werden sollen. Ihr könnt uns bei dieser und weiteren Aktionen unterstützen und ganz nah dabei sein. Hier geht's zu Patreon und mit einem kleinen Beitrag seid ihr dabei. Also hier klicken auf jeden Fall. Dann könnt ihr jetzt schon mein Video vom ersten Trailerschnitt in der letzten Nacht sehen. An alle, die uns dort unterstützen und alle, die uns hier durch ein Abo unterstützen, ein riesen Dankeschön. Ihr seid der Hammer. Bis dann. Bleibt dran.